Die SWM haben selbst schon viele Maßnahmen ergriffen, um den Gasverbrauch zu reduzieren, etwa bei der Energieerzeugung. Und sie helfen Ihnen dabei, Energie und somit bares Geld einzusparen. Das Interesse an einer Energieberatung ist derzeit so hoch wie noch nie. Ja, im Moment haben wir natürlich ganz viel Nachfragen nach Energiesparen allgemein. Das ist das, was der Mieter natürlich selber in der Hand hat, wo er einsparen kann über sein Verhalten. Und wir haben auch sehr, sehr viele Anfragen im Moment von Hauseigentümern, die weg wollen vom Gas in erster Linie und hin zur Wärmepumpe. Das ist das Hauptthema, was wir gerade beraten. Vor allem jetzt zur Heizperiode gibt es von der SWM Energieberatung zentrale Tipps, mit denen sich Heizenergie einsparen lässt. Im Verhalten ist es so, dass man natürlich schauen sollte, zum einen die Raumtemperatur nicht zu hoch einstellen. Da haben wir tatsächlich das Potenzial, dass wir 5-6% pro Grad einsparen können. Da sollte man halt für jeden Raum die richtige Temperatur wählen, wo man sich halt gerade noch wohlfühlt oder was man halt vertreten kann, um mit der Temperatur runterzugehen. Beim Lüften sollte man schauen, dass wir halt kein gekipptes Fenster haben, auch nicht über Nacht, sondern hier Stoßlüften idealerweise. Das am besten auch kontrollieren über ein Hygrometer, dass wir das halt bedarfsgerecht machen, dass die Luftfeuchtigkeit nicht allzu hoch ist. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir, wenn wir mit der Temperatur runtergehen im Raum, dass wir die Luftfeuchtigkeit auch gering haben dabei. Sonst kann es zu Kondensat führen. Insbesondere im Altbau ist es dann kritisch mit Schimmelgefahr. Beim Duschen sollte man aufpassen, natürlich nicht zu lange duschen. Also die Standarddusche sind 4-5 Minuten, nicht länger. Die steigenden Energiekosten stellen für alle Haushalte eine Belastung dar. Für Haushalte mit geringem Einkommen eine besonders große. Für sie ist die Situation eine besondere Herausforderung und daher ist es sehr, sehr wichtig, das eigene Verbrauchsverhalten zu hinterfragen, zu analysieren und auch mit Hilfe der Energieberater der Stadtwerke München zu verändern. Mich erreichen jetzt täglich Anrufe von besorgten Münchnerinnen und Münchner, die Angst haben vor dem kommenden Winter, die Angst haben zu frieren und die Angst haben, nicht mehr warm duschen zu können. Die Energiesparberaterinnen und Berater der SWM wollen diese Sorgen nehmen. Dabei sind diese Beratungen kostenlos. Die Stadtwerke München sprechen mit dem Angebot insbesondere Haushalte an, die im Hartz-IV-Bezug sind, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 oder 12 bekommen, die in Grundsicherung sind oder die Inhaber des Münchenpasses sind. Natürlich sprechen wir auch Haushalte an, die eine geringe Altersversorgung haben und die ein geringes Arbeitseinkommen haben. Wer noch zusätzliche Motivation zum Energiesparen braucht, für den haben die SWM eine Energiesparaktion gestartet. Jede Kilowattstunde zählt. Wer Gas oder Strom einspart, kann eine Prämie erhalten. Je mehr man spart, desto höher die Prämie. Alle Infos und Anmeldungen auf der Aktionswebseite www.swm.de/energiesparaktion.